2011 beschloss die Di Rupo-Regierung, den Bezug des Berufseingliederungseinkommens bzw. des Wartegeldes an neue Bedingungen zu knüpfen. So einigte sie sich darauf, das Wartegeld auf 3 Jahre zu begrenzen. Davon betroffen sind in erster Linie Schul- oder Studienabgänger sowie Personen, die keine ausreichende Arbeitsdauer vorweisen können. Nach 12 Monaten Wartezeit hatten sie auf unbegrenzte Zeit Anrecht auf Arbeitslosengeld. Jetzt wird dieses Eingliederungseinkommen auf 3 Jahre begrenzt. Das betrifft natürlich in erster Linie die sogenannten Mitbewohner, nicht die Alleinstehenden und Familienoberhäupter, aber vor allem auch die Mitbewohner. Die sind natürlich diejenigen, und das sind in den meisten Fällen auch Frauen. Man sieht auch in den Zahlen, die wir da uns angeschaut haben, dass es dann doch 70% Frauen sind, die grundsätzlich auch von der Maßnahme betroffen sind. Das bringt nicht nur für die Arbeitsämter mehr Arbeit mit sich. Auch die personalmäßig ausgelasteten öffentlichen Sozialhilfezentren stellen sich darauf ein, mehr Hilfesuchende zu betreuen und zu unterstützen. In Eupen zum Beispiel wird von 23 Personen ausgegangen, in Kelmis von etwa 20 und in Lonzen von annähernd 10, ohne jedoch die Entwicklung absehen zu können. Man geht für einen relativ geringen Einsparungsbetrag, man rechnet so von 150 Millionen Euro, maximal 200 Millionen Euro, die durch diese Maßnahme eingespart werden. 30.000 Haushalte sind davon betroffen, auch viele Kinder sind davon betroffen. Wenn man sieht, für diese 250 Millionen und 30.000 Haushalte, das ist in keinem Verhältnis zu dem, wo man anderswo Geld herholen könnte, effektiv für Personen, die auch diesen Beitrag leisten könnten. Wie viel Geld verlieren die Betroffenen? Ein Alleinlebender verliert sein Anrecht auf 817 Euro Wartegeld. Wendet er sich ans ÖSAZ, erhält er dort ebenfalls 817 Euro. Ähnlich verhält es sich für den Haushaltsvorstand, der eine Familie zu Lasten hat. Ihm gehen zwar 1.105 Euro Wartegeld verloren, das ÖSAZ zahlt ihm jedoch 1.089 Euro. Am schwersten trifft es Mitbewohner, sprich Zusammenlebende. Arbeitet einer der beiden und das Gesamteinkommen des Haushalts überschreitet 1.089 Euro, gehen 425 bzw. 453 Euro, die aus dem ehemaligen Wartegeld bezogen wurden, verloren. Ein konkretes Beispiel. Wenn eine Person, die mit einem Partner zusammenlebt, der ein kleines Einkommen hat von 1.200 Euro, sage ich mal, der den 450 Euro bisher bekam als Wartegeld und die 450 fallen dann von heute auf morgen weg. Das heißt, der Haushalt hatte sich so organisiert, dass sie mit diesen 600 Euro zurechtkamen und auf einmal fällt ein Viertel dieser 600 Euro weg ohne Ersatz. Und das ist das Problem. Da wird es Schwierigkeiten geben. Die Leute werden irgendwann nicht mehr ihre Rechnungen bezahlen können. Die werden sich verschulden, werden vielleicht ihre Miete nicht mehr zahlen können und werden dann irgendwann auch im ÖSAZ auftauchen, nicht wegen dem Eingliederungseinkommen, sondern für andere Sozialhilfen. Auf öffentliche Sozialhilfezentren kommen also immer mehr Probleme zu. In Eupen wurde der ÖSAZ-Haushalt unter Berücksichtigung der Mehrkosten erstellt. Das bedeutet konkret 60.000 Euro Eigenbeteiligung des ÖSAZ. Auch wenn der Föderalstaat wie in Eupen oder Kelmis 55% der durch die Maßnahme entstehenden Zusatzkosten übernimmt, werden auch die Haushalte der Gemeinden zusätzlich belastet. Und neue Maßnahmen der Föderalregierung werden weitere Auswirkungen haben. Das ist nur der Anfang, denn die weiteren Maßnahmen von der jetzigen Regierung sind auch schon in Erwägung gezogen worden. Sie sind aber noch nicht verabschiedet worden, denn bislang war es so, dass man bis zum 30. Lebensjahr als Jugendlicher sich immer noch hier bei uns eintragen konnte. Das wird man auch in Zukunft tun können, sich eintragen. Aber man wird nicht mehr das Anrecht auf Eingliederungsgeld erwerben bis zum 30. Lebensjahr, sondern man zieht in Erwägung, das auf das 25. runterzusetzen. Aber auch die Zugangsvoraussetzungen in Bezug auf Diplomanforderungen werden sich ändern. Also im Grunde genommen wird die Situation sich noch etwas verschärfen. Im Vergleich zu angrenzenden frankophonen Gemeinden sind in der DG relativ wenig Haushalte betroffen. Die Zahlen der Menschen, die kein Wartegeld mehr beziehen können, sprechen für sich. 62 in Welkenrath, 75 in Spaa, 66 in Malmedy, 693 in Verviers und 2400 in Lüttich.